Hallo, ich bin Fred, ein virtueller Avatar, und ich begleite dich auf deiner Lernreise mit Catena X. In diesem Video lernst du, wie du den PCF deines Produkts mit den Berechnungs-Apps in Catena X kalkulieren kannst. Anhand eines Beispiels zeigen wir dir die Schritte, die zur Berechnung eines PCF notwendig sind. Nehmen wir an, dein Unternehmen stellt ein Lenkrad her und du möchtest den PCF dieses spezifischen Produktes berechnen. Beginne mit der Strukturierung deiner PCF-Berechnung. Betrachte hierzu die verschiedenen Komponenten, die den PCF beeinflussen, und finde heraus, woher du die entsprechenden Daten erhältst. Starte im Berechnungsprozess mit den direkten Emissionen aus deiner Produktion. Mit direkten Emissionen sind alle Treibhausgasemissionen gemeint, die aus den unternehmenseigenen Prozessen stammen, zum Beispiel durch die Verwendung von Erdgas als Brennstoff. Nach der Ermittlung dieser Daten trage diese direkt in deine Berechnungs-App ein. Ermittle als nächstes die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie. Die notwendigen Daten kannst du aus Verbrauchswerten, dem Energiemix und so weiter ableiten. Sammle die erforderlichen Daten und füge sie anschließend in deiner Berechnungs-App hinzu. An diesem Punkt müssen wir die Emissionen aus der vorgelagerten Lieferkette, die sogenannten Upstream-Emissionen, betrachten. Dabei handelt es sich um indirekte CO2-Emissionen, die in der Wertschöpfungskette noch vor den Prozessen entstehen, die dein Unternehmen selbst betreibt oder steuert. Bitte beachte, dass alle PCF-Werte, die vom Lieferanten an den Kunden übermittelt werden, immer die vorgelagerte Lieferkette abbilden müssen. Daher werden die PCF-Daten in Cradle-to-Gate-Berechnungen erfasst und können zu einem endgültigen PCF-Ergebnis erweitert oder zusammengefasst werden. Der Cradle-to-Gate-PCF umfasst alle zuweisbaren Upstream- und direkten Emissionen der Herstellung eines Produkts, einschließlich aller Upstream-Transportaktivitäten, bis das Produkt das Tor des Lieferanten verlässt. Beachte, dass der über Catena X bewertete PCF alle nachgelagerten Emissionen ausschließt, die mit der Nutzung und dem Lebensende eines Produkts zusammenhängen. Um die Upstream-Emissionen für dein Lenkrad zu erhalten, erfrage die Daten per PCF-Anfrage bei deinen Lieferanten. Sobald du eine PCF-Antwort von deinen Lieferanten erhalten hast, kannst du in der digitalen Datenbank auf die Daten zugreifen und sie in deine Berechnungs-App übertragen. Für andere Upstream-Emissionen, die nur einen kleinen Teil deiner Gesamtemissionen ausmachen, können Daten aus Catena X-konformen Datenbanken verwendet werden. Beziehe bei Bedarf weitere Emissionen wie Transport-, Abfall- oder Recyclingquoten in deine Berechnung ein. Sobald du alle notwendigen Daten in deine Berechnungs-App eingegeben hast, erhältst du das endgültige PCF-Ergebnis für dein Lenkrad. Übertrage deine Ergebnisse in die PCF Exchange App und sende deinen Kunden bei Bedarf eine PCF-Antwort, um sie über die Verfügbarkeit der Daten zu informieren. Mit diesem Schritt hast du den Berechnungsprozess abgeschlossen. Bevor wir zum Schluss kommen, denke bitte daran, dass in Catena X die Daten für deine direkten und indirekten Emissionen üblicherweise aus internen Datenquellen stammen sollten, während die Upstream-Emissionen in den Produktionssystemen der Lieferanten erzeugt werden. Die Upstream-Emissionen können beim jeweiligen Sublieferanten angefragt oder beispielsweise mit Daten aus Catena X-konformen Datenbanken berechnet werden. Weitere Informationen über den Berechnungsprozess findest du im Catena X PCF Rulebook. Wenn du Fragen zum Format der PCF-Daten hast, findest du eine Liste von Standards in der Catena X Standard Library. Und so berechnest du deine PCF-Daten mit den Berechnungs-Apps in Catena X.